Servus und hallo, willkommen zu Masters of Orion. Wir sind wieder zurück, der liebe Kenny. Schönen guten Tag. Und der Anu. Ja, moinsens. Und der liebe Margot ist natürlich auch mit dabei. Guten Tag. Hallo. Chillas. Wir versuchen weiter, uns zu finden in den unendlichen Weiten. Nachdem wir schon gesehen haben, dass Kenny der absolute Obermacker in Sachen Kämpfen ist. Jetzt geht das los. Was denn? Erst zwei Folgen lang, ich werde sterben, und jetzt sind zwei Folgen lang, ah, ich bin absolut geil. Ja, das wird auch wohl ein paar Folgen länger dauern, bis ich das erste Mal ordentlich einen vom Buch geknallt bekomme. Dann wird die Weinerei richtig losgehen. Kumi gleich vorbei, dann gibt's das auf dem Latz. Ach, was hier? Du läufst hier noch unter Kategorie Würstchen. Moment. Erdähnlich. Wie kriege ich denn mein Kolonieschiff jetzt von da hinten hier rüber? Es braucht nur 24 Runden. Ja, Schnäppchen. Aber du bist doch zu abgelegen. Ja, man, scheiß drauf. Dass ich siedeln kann, ey. Kauf mal dich. Du bist erdähnlich. Das ist aber lieb von dir. Habe ich auch keine direkte Verbindung zu. Boah, das ist alles nicht günstig, gerade zum Siedeln hier. Komm, fliegen wir nach Sung. Sung? Sung. Das Sung-System Dr. nehmen wir mit. Nunian. Ninian. Ninian, Nunian. War es nicht Sing? Ich glaube Sung. Du musst das wissen, der sagt nichts. Dr. Nunian Sung. Ja, siehst du, war ich noch nah dran. Hä, warum habe ich denn hier... Oh, da sind Piraten auf dem Planeten? Wo sind meine Schiffe? Oh je. Ich will eigentlich da sind, aber das kostet also viel Zeit, Menschen des Kindes. Wir haben keine Zeit. Wir haben doch keine Tiet. Tiet? Ja, plattdeutsche Zeit, Entschuldigung. Ich habe schon wieder einen streikenden. Okay, also sobald die Moral auf 70% runtergeht, habe ich eine streikende Einheit auf meinem Planeten. Okay. Was geht runter? Moral? Wie schneidest du hier drauf? Meine ist auf 60. Also die Moral auf meiner... Du hast keinen, der streikt? Nee, ich habe halt auch nur den einen Dude und der muss halt die ganze Zeit arbeiten. Okay. Das ist der Bürgermeister. Der Bürgermeister, noch den. Also meine Heimatwelt hat eine Moral von 95. Meine erste Kolonie 80 und die zweite 70. Meine erste Kolonie ist bei 100, meine zweite hat 70. Und die 70er, ist einer am Streiken. Alter, du willst mich doch verarschen, oder? Jetzt komme ich da auch nicht weiter. Okay. Was baue ich denn hier noch? Ich mache jetzt ein bisschen größer und fange mal an mit so größeren Kolonnen, mit größeren Zerstörern. Mal gucken, was da so geht. Wie kann ich ihn nicht reparieren lassen? Also laut Anno musst du zurück zu deiner Sternbasis. Du musst irgendwo eine Sternbasis haben und musst zu der fliegen. Jo. Ja. Ungeil entdeckt. Sternenbasis. Blau-weiße Sterne. Frigate. Transporter, Weltraumfabrik, Kolonieschiff, was brauche ich denn als nächstes? Okay. Ey Leute, ich muss sagen, echt, das Spiel macht echt unnormal Bock. Das ist echt cool. Ist geil, ne? Ja. Es spielt sich auch so locker flockig von der Hand irgendwie. Ja. Es ist nicht irgendwie so, da passieren Dinge, die du dir nicht erklären kannst, wie bei gefühlt jedem zweiten Paradox-Game. Ja.
Deswegen habe ich mir gedacht, ich frage den Kenny, ob er auch Bock hat. Ja, das war super, dass du das gemacht hast. Darauf kann ich nicht bauen. Sieben. Bist du? Sieben Runden. Achso, du bist so verstrahlt. Ja, komm. Scheiße. Ich da schon was drauf gebaut. Kann man Verstrahlung mit diesem Bauerschiff wegmachen, oder? Du meinst mit dieser, mit der Werk-Dings, ne? Mit der Weltraumfabrik? Mit der fliegende Werkbank, ja. Bisher noch nicht. Okay. Aber hier steht überall erstmal inkompatibler Ort. Und dann benötigt Planetologie, benötigt Gravitationsfelder, benötigt fortschrittliche Taktik. Sonst für alles andere ist inkompatibler Ort. Darum glaube ich, dass alles darauf inkompatibler Ort ist. Aber egal. Hm. Egal. Egal. Runde 100. Wupp, wupp. Ist schon vorbei. Wenn die Zeit abgelaufen ist, ist es vorbei. Also. Na, Arno, können wir dir irgendwie helfen? Ja, nee. Übrigens, mein Heimatplanet heißt jetzt Andor Lusa 2. Na, ob die nicht doch mal umdrehen und zurückkommen? Da kann nichts zurückkommen, da liegt der ganze Schrott bei mir rum. Den können die mal wegfegen. Elektromagnetische Störung entdeckt, kaum meine Fregatten machen die auch weg. Yeah. Ungeil kennst du, Kenny? Ungeil kenne ich, Ungeil habe ich gerade gefunden, ja. Ungeil, okay, cool. Ich weiß noch nicht mal, wo ich es gerade gefunden habe. Links irgendwo. Okay. Ja, Ungeil, stimmt, da fliege ich gerade hin. Blau-weißer Planet, blau-weißer Stern. Da fliege ich gerade hin. Das System erkunde ich noch und. Ich weiß zwar wieder nicht, wie man da hinkommt, aber. Ich habe es gerade aus der Ferne entdeckt. Okay. Das zeigt dir nicht an, wie du da hinkommst. Ich hoffe mal, dass ich von hier aus vielleicht irgendwie da hinkomme. Ich werde jetzt auch mal mit meiner Weltraumfabrik mal ein Wurmloch ausprobieren. Es ist wahrscheinlich nahe genug, damit ich quasi die Reichweite habe oder es entdecken kann, aber ich kann nicht hinfliegen. Okay. So, reparieren. Reparieren. Ist das automatisch, Ando? Weißt du das? Repariert er automatisch? Nee, du musst in Orbit, in dein System so diese Basis ist und dann bei mir war es halt auch mit Aufrüsten verbunden, weil ich ja die Schiffsbaupläne währenddessen auch schon geupgradet hatte mit neueren Systemen. Die werden ja auch nicht automatisch nachgerüstet. Was hat nicht, wo ich das einstellen soll? Die Schiffsbaupläne? Nee, dass ich sie repariere. Ich habe gerade keine Pläne zum Einbauen. Ich stehe halt jetzt auf meiner Hauptbasis und da habe ich auch eine Sternenbasis, aber ich weiß nicht, wie ich die anweisen kann zum Reparieren. Die Flotte anklicken und die Befehle sind wie beim Bauen von diesem Konstruktionsschiff dieser Weltraumfabrik sind halt unten angeordnet. Und da war bei mir halt auch Aufrüsten und Reparieren. Also das Aufrüsten hat gleichzeitig repariert, sagen wir es mal so. Bewachen, überspringen, Bereitschaft ausmustern. Na, ausmustern wird es nicht sein. Tipp. Angriffswertung. Hä? Boah, der ist ja ewig unterwegs. Wo war das, Ando? Ich flieg mal mit meinem einen Schiff hier zurück. So. Ich versuch's auch gerade mal. Ach, das ist ja der falsche Planet. Moment, das dauert jetzt 4 Runden, bis ich da bin. Ich könnte Spione ausbilden. Wozu? Ich sag's doch eher, als was passiert. Ja, mal gucken. Ich versuch's einfach mal. Ich hab ja Geld. Ich senke mal die Steuern, dass die hier drüben wieder anfangen zu arbeiten. Jetzt will er trotzdem nicht mehr arbeiten? Du Arsch. Das fällt dir ein. Er steigt weiter. Ich hätte gerne mal Ihren Betriebsrat gesprochen. Mit. Ah, okay, er repariert offensichtlich von selber, wenn er einfach dort steht. Okay, danke. Okay. Dann. Wenn das so ist. Okay.
du liest es so. Alles klar, das war die Ansage von Valgo. Wenn das so ist, dann ist das so. Ne, denn. Ansage ist raus. Kein Zerstörer können wir auch bald bauen. Ach so, na scheiße, das ist die neue Fregatte. Nein, was ist mit der alten? Wieso wird die nicht repariert? Eieiei. Da passiert das sehr langsam. Eieiei. Eieiei. So, ich mache mal jetzt Screenshots, wie das jede Runde ausschaut und schaue dann, ob es sich verbessert oder nicht. Mach du das mal, Valgo. Dann dauert es eigentlich auch mal länger bei dir. Lass mal auf rumzujammern. Fällt dir gerade auf, dass wir auf ihn warten? Fast mal schnell Screenshot F12, zack. Ja, ja. Mensch, Valgo, was brauchst du denn so lang, ey? Immer auf Valgo warten, ey. Ist das erbärmlich. Wenn das Malor-System ein bisschen besser erreichbar wäre, ne, würde ich mich darauf ansiedeln. Aber irgendwie sind die Verkehrswege alle ungünstig. Ja. Endlich Zerstörer. So, bauen, danke. Was sind das hier? Möchte ich scheiß Piratenbasis. Piraten, was ich gefunden habe. Oh. Ja, meine Fregatte kann die auch nicht angreifen. Die Fregatten können die nicht angreifen. Freunde. Ja. Ich habe Khan entdeckt. Boah, wie lange die brauchen zum Reparieren? Kann das echt sein? Oh klar. Sehr irre. Seid willkommen, Fremde. Ich bin der Khan des Systems. Alpha City. Das ist sogar das richtige System, Alpha City. Das hier ist Alpha City. Ich habe noch was gefunden. Willkommen, meine Freunde. Ich bin der Kommodore des Gnolamischen Bundes. Wenn Sie nach einem fairen Handel suchen, sind Sie hier richtig. Der ist neutral. Der Bundesgnolam. Meiner ist auch neutral. Aber Khan und Alpha City ist eindeutig eine ST-Anspielung. Lange hat mein Volk gelitten, aber seid gewarnt, wir werden es nicht länger ertragen. Wie, was, wo, was? Entspannt. Das ist die Frage, spreng ich den jetzt weg? Seid gewarnt, tot. Ja, es ist ja nur ein Speerschiff. Die sind neutral, das sind Händler scheinbar. Was sollen sie mal machen? Die sind über das Wurmloch gekommen. Interessant. Über das Loch. Genau, ihr trefft euch da mal, ja? Passt das? Danke. Doch, du bist ja schon hier. Ah. Sag ich mal Gesundheit. Azui! Ich hab Azui verloren. Azui! Jetzt braucht der Valvo aber auch ewig, oder? Ach nee, der Arno gerade. Okay, schon. Ja, ich hab grad eine GNN-Nachricht. Entschuldigung. Seid ihr gegönnt? Auf den Nachrichtendienst schieben. Oh, ich auch. Jetzt doch. Arno ist immer eine Runde später oder früher als wir. Jetzt habe ich aber auch eine Rati. Anzahl der Kolonien. 333. Jetzt zum Status der Galaxie. Ja, aber ich bin da nicht bei. Ich hätte vorher halt die, weil ich irgendeine Ruine entdeckt hatte. Rati, Rane und Gulram. Na, okay. Chichi euch. Wichser. Irgendwann komme ich auch dorthin. Okay. Na, so geil ist er aber jetzt auch nicht. Winzig verstrahlt und arm. Mit 3 Einwohnern. Wow. Geil.
Mega geil. Also, weil, wohin wolltest du nach Ungarn? Hm? Wie wolltest du nach Ungarn? Von Ungarn dann nach rechts. Da kann ich hin, zu einem gelben Planeten. Und zu einem orangen Stern. Also ich meine so rechts unten. Achso, ne, ich kann auch nach links unten zu einem gelben Stern. Okay. Der wird jetzt nichts führen wahrscheinlich. Der gelbe. Ich schau mal, wohin der führt. Oder orange eigentlich, oder? Gelb oder orange? Orangener Stern. Ja, der scheint jetzt nichts zu führen. Und dafür habe ich auf Ungarn eine Piratenbasis gefunden. Okay. Hä? Belastend. Dachte, ich hätte soeben meine nächste Zivilisation entdeckt oder meine nächste, wo ich mich hinsiedeln kann, aber nicht so wirklich. Nicht so wirklich. Okay. Unabhängiger Planet entdeckt, Degon 1. Sie kommen auf einen Planeten ohne offensichtliche Anzeichen einer Zivilisation an. Sie können nirgends Energiequellen orten. Bei näherer Betrachtung stellt sich jedoch das, was für sie eine Bergkette hielt, als riesige Steinstätte heraus. Die Eingeborenen sind tatsächlich zivilisiert, ihre Bautechnik ist beeindruckend, obwohl sie keinerlei Raumfahrtprogramm haben. Sie haben jedoch einige Forderungen. Zeigt mal, was fordert ihr denn? Klasse Landwirte, Ressourcen nichts, Bevölkerung 7, unabhängig. Bisher hat kein Imperium einen beherrschenden Einfluss auf die Zivilisation. 400, habe ich nicht. Habe ich wohl? Kann ich hier nicht investieren? Oh, oder ich könnte die wegbomben, aber die haben 66 Jahre. Er denkt schon wieder nur ans Wegbomben. Nein, ich wollte die erst bezahlen. Aber sie wollten nicht. Dann wollte ich sie wegbomben. Genau. Schön. Joa, dann machen wir mal. Zack. Dann bomben wir mal weg. Bin gespannt, wo wir jetzt rauskommen. Ich flieg mal durch ein Wurmloch. Okay. Mitten in irgendeinen so Borg-Würfel. Ich habe nur das Ra-System entdeckt. Rar. Das ist der orangene Stern, Volvo. Ja, okay. Von da geht's nicht weiter, oder? Weiß ich nicht, ich bin noch nicht drin. Boah, schon wieder müssen wir nur auf diesen Volvo warten. Ey, schlimm. Ja, nächster Screenshot. Verdammt. Spät. Piratenflotte nahe Ungarn entdeckt. So, jetzt dann noch. Abgeschlossen. Fregatte abgeschlossen auf Zweitwohnsitz, ey. Geil, ich liebe diese Einblendungen. Wo fliegst du denn jetzt eigentlich hin? Ja komm, scheiß drauf, dann fliege ich halt dann nochmal zurück. Ich weiß auch nicht so recht, wo ich hin will. Das Problem habe ich gerade auch, Volvo. Ich habe so ein paar Basen, die ich auslöschen müsste, aber dafür brauche ich erstmal den Zerstörer. Und die sind alle am Arsch der Welt davon, wo sie hin müssten. Habe ich das hier schon? Oh, okay, cool. Ja, gut, dann flieg du mal weiter, mal ein bisschen weiter erkunden. Schauen wir mal, was da drüben so ist. Reduktion, was können wir denn dann machen? Du hast gerade eine Fregatte gemacht. Ist okay. Ist okay. 12 Runden, Nahrung, 2, scheiß drauf. So, dann kriegst du mal ein bisschen Nahrung. Gönn dir. Genug produziert. Darfst doch mal wachsen. Ach, okay, das BC heißt Billiarden Credits. Nee.
479 Milliarden Credits. Hätte das sein können. Wie schreibst du denn Blowjob, Alter? Blowshop. Du schreibst Shop mit C am Anfang? Scheinbar. Okay, inzwischen. Ach nee, oh. Ich bin dreimal Führender, einmal Zweiter, einmal Siebter. Aktuell. Ha! Ihr Lappen. Okay. Krass. Wie er abgeht, der Kenny, der ist so unfassbar. Ah, Wahnsinn, der Kenny. Und kriegt er wieder aufs Maul. Wie abgelernt. Aber aktuell wartet er einfach nur. Ja, das kenne ich. Mein Leben hier besteht aus Warten. Ja, Ando. Hm. Aus Warten. Sie haben was gesagt. Warten. Haben Sie was gesagt? Ich habe nichts gehört. Ich merke das schon. Er blendet uns aus. Ja. Ich habe gerade einen Wurmlochsprung absolviert. Wo bist du gelandet? Ganz oben rechts. Oh, komm. Ganz oben rechts, okay. Ja. Also nicht ganz, ganz, aber vorletzter fast, Stern. Ja. Vorletzter Stern vom halb Rand. Halb ganz, ich weiß auch was. Halb ganz. Wir beide mal wieder. Oh je, was ist das denn? Wieder im Piratenflotte entdeckt. Das ist ja überraschend. Dalok, grüße euch. Kenny, hab ich dich gerade entdeckt? Moment, fliegst du nach Uko? Bist du noch? Was? Uko. Das hängt gerade mega, das Spiel übrigens. Ich hab Uko noch nicht gefunden, nö. Frage, ist einer von euch Morfane von Dalok oder sowas? Nein. Okay. Okay, ich weiß nicht, ob es gerade weitergeht. Das Spiel hängt bei mir. Also meins geht weiter. Oh, meins auch. Sirius entdeckt. Ich habe heute gerade eine Rasse entdeckt. Hab drauf geklickt und in dem Moment hängt da alles. Wen hast denn du entdeckt? Ja, wüsste ich halt gerne. Ach so. Das hilft halt nichts. Braucht offensichtlich gerade Ewigkeiten, um diesen Screen abzuspielen. Hoffe nicht, dass es abgekackt ist. Ist überhaupt die Frage, wie wird denn das gespeichert hier? Müsste wahrscheinlich Dano machen. Das Horst. Ja. Also ich weiß zum Beispiel, dass diese Gnoll-Dinger da unten links sind. Und bisher drei Planeten haben oder drei Systeme haben. Das Gnoll-System, das Oshiat-System und das Tarandus-System. Jetzt, das hat endlich geklappt. Ich bin auf die Lesben getroffen. Was? Na, was? Also diese Rasse, die irgendwie nur Frauen haben kann. Und ein DLC, so, was wir uns da gekauft haben. Ah ja, klar. Okay. Na dann, auf Wiedersehen. Warum streichst du, hässlicher Boy, denn immer noch, Mann? Was soll ich denn dann machen? Wie kriege ich ihn denn aus dem Streik raus? Ich kann ja hier eigentlich eine Blockade errichten, da kommen die Deppen nicht durch. Theoretisch. Oh, die haben auch eine Blockade errichtet. Die Dreckigen. Blockiert euch einfach gegenseitig. Naja. Das ist eine Politik der Blockade. Hm. Alter, reist du endlich mal zurück und lass dich heilen? Das wäre geil, danke.
Okay, man kann die Speer auch auf Autoerkunden schicken. Okay. Ja, noch ein bisschen, du schaffst es. Passt. Okay. Was ist passiert das? Auch gleich irgendwas. Ich kolonisiere gerade meinen dritten Planeten. Geil. Streber. Schon ein bisschen belastend, dass man nicht mehrere Befehle hintereinander eingeben kann. So Befehlsketten. Vielleicht gibt's das ja. Aber da muss man einen bestimmten Tastenkram für drücken. Wahrscheinlich hatten sie es erst entwickelt und dann dachten sie sich, ja, aber sonst hast du ja nicht genug zu tun die ganze Zeit. Lustig, ich bin ja Kenny und ich mache lustige Sachen. Ja, diese und lustigen Sachen auch Witze. Einmal warten wir auf den Valvo. Hey. Wie sich das Blatt doch gewendet hat. Okay, habt ihr Anomalie entdeckt? Den Anu! Hey! Verdammt. Danke. Bitte. Aha. Was? Automatischer Kampf? Was? Nein! Was? Was? Nein, doch. Hä? Was? Was hast du denn? Ja, ich kämpfe gerade mit der KI. Die hat offensichtlich Bock, mich fertig zu machen. Okay. Hm. Gut. Ne? Auf gute Nachbarschaft. Wieso haben mich die... What? Ich hab doch gerade nicht... Warum kann ich denn nicht in die investieren? Ich war doch nur gerade... Belastend. Dreckigen... Dreckigen... Immer diese dreckigen. Ich hab die gerade getroffen. Wir sind immer noch auf neutral, aber sie greifen mich einfach mal an und machen mich fertig. What? Ich hab nur deren System erforscht. Gut, dann höre ich mal auf, Valvo zu versuchen. Der erledigt sich gerade von selber. What? Meine Mission. Beschiss, so jetzt fliege ich zu den Wichsern und blockiere das auch. Tot. Bitte mit Valvo. Du bist in deren System geflogen, weil ich bin hier auch gerade im feindlichen System. Ich glaube, dann drehe ich mal lieber ab. Nee, mach ruhig, das macht dir dann total Spaß. Nee, ich habe gerade umgedreht. Alles gut. Langweilig. Was ist das? Sieht aus wie so ein Bomber oder sowas. Der letzte Worte war. Sieht aus wie eine Massenvernichtungs... Automatischer Kampf, so, fick dich, danke. Ach, weil wurde doch nicht immer so negativ. Haben mich die einfach fertig gemacht. Und womit? Mit Recht. Okay. Wenn ich das Gnolam-Schiff, was hier vor mir herfliegt, na, jetzt wohl wegballer, was passiert dann? Ich würde es ja austesten. An deiner Stelle. Ich glaube, bin ich aber wahrscheinlich zu langsam. Zu ein Lappen, achso, zu langsam. Ich habe schon mal heftige Leute besiegt hier. Ja, die Kindergarten-Dinger von nebenan.
uns erzählt die ganze Zeit, wie geil die waren, Anno. Boah, die waren so schrecklich und so krass und in Wirklichkeit so, ja, ja. Welcome to the Hall of Khan. Ihr habt sie selber gesehen. Sie waren heftig krass. Ja, ja. Ich guck mal dann den Stream von dir nochmal an. Ja. Wehe, die waren nicht heftig krass. Ihr habt doch die Bilder selber gesehen, die waren noch im Fernsehen. Ja, die haben doch ganz lieb geschaut. Die waren meine Nachbarn. Wertung für Bodenkampf und Forschung, Verwalter, Gehalt 4. Nee, kann man dich nicht leisten. Sehr schön, doch erstmal hin. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet, Mr. Burns. Mr. Burns. Burns. Oh, ich habe einen Raumaal entdeckt. Oh Gott. In meiner Hose. Oh Gott. In welchem Sektor? Im Gall. Fundsektor. Pfund? Pfund. No, die ist hier fundig. Welche Farbe? Orange? Gelb. Gelb. Okay. Ach, hier oben wahrscheinlich. Neben Ungal. Rechts oben von Ungal. Da ist rechts erst dieser orange Stern. Ja. Und da drüber. Ist da irgendwas Geiles drin in dem Orangen? Bisher bin ich noch am Erkunden. Ein Ozeanplaneten habe ich bisher. Und Ozean wäre geil für mich. Und einen Sumpfplaneten. Würdest du das haben wollen, oder? Bisher ist die Verkehrsanbindung nicht so günstig. Ja, kenne ich wohl. Und hier habe ich einen Tundraplaneten. Hängt's bei euch auch gerade? Nö, aber ich bin auch gerade in diplomatischen Verhandlungen mit den KIs, also... Bei mir steht, bitte warten. Ach, du meinst mit den dreckigen Säcken, die mich einfach niedergeballert haben? Denen könnte ich ja natürlich auch mal reden. Meine Audienz. Gleich Krieg erklären. Ich habe Xanthus entdeckt, bei wo? Das ist ein Nachbarplanet oder Nachbarsternensystem von dir. Okay. So, schauen wir mal. Habt ihr Bock auf Karten teilen? Sorry, ich wollte nur nicht fragen. Sie besitzen derzeit keine Karten, an denen die Elianer interessiert werden. Aha, merke ich mir. Wir kennen schon alles. Was belästigen Sie uns? Echt mal. Gehen Sie uns aus der Sonne. Ich hätte ja einen Spion, ne? Schicke ich den schon auf die Signol-Leute drauf? Entschuldigung, was hast du vorher gesagt, Kenny? Welche Sektor? Ja. Okay, Vestalgo, glaube ich, war es, oder? Oh Gott. Sagt er, oh Gott. Die Piraten haben mich angegriffen. Kolonieangriff auf Andor Loser 1. Loser. What a loser. Vorher so, boah, ich bin der Geisteficker und jetzt so, die Piraten. Ah, nee, ich hab nur kurz nicht aufgepasst. Die sind an meinem Planeten vorbeigeflogen. Nicht so schlimm. Ich habe jetzt auch die Todesspore entdeckt. Na dann kolonisieren wir doch mal hier die dritte Kolonie. Dreckiger Sumpfplanet. Ich habe ja auch noch Ra-3 in den Sumpfplaneten. Rar. Das ist hier mit deinem Ozeanplaneten in dem Sektor. Ah, okay. Pusht es eigentlich ein System mehr, wenn da mehrere Planeten drin kolonisiert sind, oder ist das eigentlich gänzlich egal?
Das ist ja eine gute Frage. Gut. Ich finde bisher kaum Sektoren, wo mehrere Planeten besiedelbar sind. Ja, ich hätte hier ein einziges, wo drei Dinger drin sind, aber... Besudelbar. Besudelbar, genau. Bevor ich dich besudelpuppe, esse ich noch eine Nudelsuppe. Danke. Feature. Und bevor wir zur Nudelsuppe kommen, müssen wir die Folge schon wieder beenden, weil wo? Nein! Was? Hey, gibt's doch keine Nudeln mehr? Nee, keine Nudeln mehr, die sind schon 35 Minuten durch. Die Tipps bleiben im Schrank. Das ist ein Wahnsinn. Ja, nee. So, jetzt blockiere ich euch mal den scheiß Arm hier. So. Ja. Was habt ihr nur davon, bevor ihr wieder mich abschlachtet? Bevor ihr mich abschlachtet. Hey, Anton Loser, greif mich schon wieder an. Galactic News Network. Und nein, meine Kolonie ist im Arsch. Piraten haben meine Kolonie zerstört. Das Schlachtschiff ist fertig. Geil! Der Zerstörer, da kann ich doch endlich darüber und kann denen ordentlich guten Tag sagen. Guten Tag sagen, aha. Vornehm guten Tag sagen. Sagt man das so, ja. Freunde, ich sag dann mal den Anfang davon. Wir bedanken uns fürs Einschalten. Guten Abend, gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen einschalten, kommentieren, abonnieren, liken, vorbeischauen. Ausschalten. Pizmeet schauen, keine Ahnung. Sucht euch aus. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Bis dann. Bis dann. Ciao.